Ukrainischer Präsident Volodymyr Zelensky hat sich nach der Kritik der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zu Wort gemeldet. Die Menschenrechtsorganisation wolle eine Amnestie für den terroristischen Staat erlassen und die Verantwortung vom Aggressor dem Opfer zuschieben, sagte der ukrainische Präsident. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei ungerechtfertigt, invasiv und terroristisch, betonte der Präsident weiter. Und fügte hinzu, wenn jemand einen Bericht anfertigt, in dem Opfer und Angreifer gewissermaßen auf eine Stufe gestellt werden, wenn gewisse Dinge über das Opfer analysiert und die Taten des Angreifers ignoriert werden, dann kann das nicht toleriert werden. Amnesty International hatte der ukrainischen Armee in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht vorgeworfen, durch ihre Militärtaktik unnötig Zivilisten gefährdet zu haben. Die Soldaten hätten wiederholt aus Wohngebieten heraus operiert. Das ukrainische Vorgehen sei ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, das nicht durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gerechtfertigt werde. Right, and I think there are a lot of folks who are down in the southern part of the country who would say that that is in fact true, Max. But one thing is definitely confirmed when you listen to the president of this country who says that fighting this war has been hell and evidence of that. Eine Sache muss ja wirklich angesprochen werden. Die Situation ist natürlich nach wie vor extrem schwierig und natürlich muss auch gesagt werden, dass die Ukraine sich hier auch wehren muss. Man hat hier fast keine andere Möglichkeit, die russischen Truppen sonst von den betroffenen Gebieten fernzuhalten. Und dadurch werden natürlich auch immer wieder Menschenleben riskiert, so tragisch das auch ist. CNN has not been able to independently verify that, but this says Ukraine says that Russia is really continuing its build-up of their forces there in that part of the country. Nach wie vor berichten die ukrainischen Truppen darüber, dass die russischen Streitkräfte immer weiter versuchen vorzudringen in die Gebiete und den Krieg hier auch fortsetzen.